Gut, fangen wir an mit der ersten Übung. Die Reihenfolge der Übungen entspricht der frühen Himmelsreihenfolge aus dem I Ching, aus dem magischen Quadrat. Und ja, ich habe es erwähnt, also das ist die Version, die orientiert sich an deren von Claude Dioloza. Ich muss hier aber mal kurz erwähnen, dass ich den noch nicht selber kennengelernt habe. Sei der Ehrlichkeit halber erwähnt. Und ja, aber das ist eben diese Reihenfolge, da gibt es auch eine DVD, die man von ihm kaufen kann und Material, das er dazu anbietet. So, die erste Übung ist die Füße fassen. Nummer 1. Hier wache Hände. 2. Beugen uns nach vorne runter. Greifen die Fesseln unterhalb der Knöchel. Drücken die Punkte Blase 62 und Niere 6. Loslassen und dann wieder hochkommen. In unsere Grundposition setzen. Gut. Eins. Könnt ihr leicht expandieren. Finger wach. Kreuzbein unten. Zwei. Füße fassen. Punkte drücken. Dann lösen. Langsam aufrollen. Ja, setzen. Wir können hier am Schluss beim Setzen auch nochmal die Achselhöhlen öffnen. Die Ellbogen gehen leicht nach außen, die Knie gehen leicht nach außen. Der Körper bleibt wach und lebendig, aber ihr habt ja auch die Schwerkraft, mit der ihr ein bisschen arbeiten könnt. Die Hände bleiben unten, aber eben nicht ganz schlaff, sondern so lebendig. Okay, dann lass uns jetzt noch eine letzte Wiederholung machen. Eins. Zwei. Greifen, drücken, wieder loslassen. Setzen, öffnen. Sehr gut. So, die nächste Übung heißt Himmel und Erde vereinigen. Himmel und Erde steht für hier Herz und Nieren. Eins, zwei, nach außen. Jetzt eine Hand geht runter, die andere bleibt oben. Und hier haben wir auch am Schluss die Ellbogen, Knie leicht nach außen. Ja, nicht, dass es das eine große Bewegung wird, aber hier so ein Öffnen. Und hier knickt der Arm und spiegelt den Punkt am Fuß, den Niere 6. Lösen, unten schließen und das gleiche auf der anderen Seite. Eins, zwei, drei, unten schließen. Ja, guckt immer dabei, dass er nicht die Schultern zu sehr hoch nimmt, dass wir immer in dieser guten Grundstruktur drin bleiben. Entfalteter Körper, innerlich aber gelöst, beweglich. Energiefrei fließen kann. Nicht nur entspannt, auch lebendig. Okay, noch ein letztes Mal.
Schließen, dann die nächste Übung, Nummer 3, ist jetzt die erste in einem breiten Stand. Ihr müsst da nicht zu breit gehen, aber nehmt einfach einen breiteren als den Schulterbreiten. Schulterbreite, ich habe es vorhin schon mal gesagt gehabt, also ich finde eine gute Schulterbreite ist immer diese, so wie wir das in unserem Tai-Chi-System auch machen, die Außenkante der Schultern mit den Innenkanten der Beine. Das führt dazu, dass man so ein Gefühl von Sitzen relativ bisschen leichter kreieren kann. Ja, breitere Stände, so wie es jetzt gerade euer Körper gerade zulässt. Wie es bequem geht. Passt auch darauf, dass ihr da jetzt nicht zu sehr gewaltsam irgendwie nach außen drückt, sondern hier gut sitzen könnt. So, die nächste Übung ist der Fauststoß. Eins, zwei, hier ist eine Streckung außen, die Außenkanten. Bleibt aber innen entspannt. Ja, hier alles sitzt und liegt ab, schwere Ellbögen. So, dann geht eine Faust raus und hier ist eine leichte Streckung und eine Drehung. Und wir haben hier den Punkt des Dreifacherwärmers, Sanshiao Nummer 5. Da guckt man mit funkelndem Blick hin. Das stimuliert die Yang-Energie, um die pathogenen Einflüsse, Windeinflüsse und Ähnliches zu vertreiben. Dann wieder rein. Nach außen, öffnen. Auf der anderen Seite das gleiche. Eins, zwei, drei. Funkelnder Blick, wacher Blick auf Sanshiao Nummer 3. Nummer 5. Es kann sehr anstrengend für die Beine werden, wenn man oben viel entspannt. Okay, noch eine Wiederholung für jetzt. Rechts. Und links. So, die nächste Übung, Nummer 4, ist wieder im engen Stand. Sieht relativ simpel aus. Wir haben 1, das Gewicht geht auf den Ballen vor und in die Beine. Und wir rollen den Körper über die Fußsohle. Das Gewicht leicht auf den Außenkanten rollen wir ab. 1, 2. 1, 2. Ja, der interessante Öffnungspunkt ist hier gespiegelt im Fuß der Gallenblase Nummer 41. Wird dabei geknickt, stimuliert. Und das Gürtelgefäß soll sich entlasten. Eins, rollen. Ja, hier eine Rollbewegung, Gewicht hier vorne drin. Dann rollen wir den Körper hier in unseren Stand rein. Bleibt immer ausgerichtet, ja, nach oben, nach unten. Rollen. Den Rücken fallen lassen und die 1000 Krankheiten loslassen. Ja, die Hände spiegeln nach diesem Punkt hier, die Streckung nach vorne vom Ringfinger. Die Linie. Okay. Ja, das waren die ersten 4 Übungen. Nach der 4. kommt die 5. Den Himmel stützen. Oder es gibt ja immer verschiedene Namen, ich habe es erwähnt. Ja, die findet man ganz viele verschiedene. Also was mir untergekommen ist, ist den Himmel stützen. Oder auch die Sonne aufgehen lassen. Ich finde die beide sehr schön. Die Bewegung sieht so aus. 1, 2, 3 und ich sage jetzt auch immer 4, da geht was nach oben, es geht auch was unten. Der Körper entfaltet sich. Und dabei geht es um den Zhongmai, den Zentralkanal in der Mitte des Körpers. Und dann lösen. 1, 2, dabei strecken wir auch Brust- und Halswirbelsäule.
3. Lösen. Dein letztes Mal für jetzt. Kann natürlich auch immer beliebig viele Wiederholungen machen. Ist auch empfohlen. Okay, das war die Nummer 5. Dann die sechste Übung. Zurückblicken und loslassen oder die 1000 Krankheiten loslassen. Die Öffnung ist das extraordinäre Gefäß, um das es geht, ist der Dumai. Renmai Dumai, habe ich das erklärt, hinten vorne, in der Mitte ist Zhongmai. Zhongmai steht auch so für das Dao, das eine, das sich aufteilt in, und dann im Körper Renmai Dumai. Also wir haben so eine kleine Verbindung zu diesen daoistischen Ideen, Mikrokosmos, Makrokosmos. Das ist der Körper, was unser Mikrokosmos, den Makrokosmos auch spiegelt. Und wir haben jetzt hier den Dumai, aber es ist Dumai und Renmai, die dabei sind in der Bewegung. Und zwar hier die Arme steigen. Sinken, jetzt auch wieder mit einer Streckung nach vorne. Der Öffnungspunkt ist hier Dünndarm Nummer 3. Und dabei geht der Blick zur einen Seite. Passt auf, dass er nicht abknickt, sondern dass er hier schon gerade aufgerichtet bleibt. Und dann ist gleich auf die andere Seite. Ja, und wie ihr seht, es ist hier ein leichtes Schwanken vor und zurück. Renmai und hinten Dumai kann sich leicht öffnen. Ziehen, ich such dieses Ziehen, es darf hier richtig ziehen, Außenkante der kleinen Finger. Noch eine letzte Wiederholung jetzt für jetzt, rechts, links. Links, rechts bei mir gerade. Okay, Nummer 6. Dann, 2 sind noch übrig. Erinnert euch? Ja. Mit der Schwerthand den Bogen schießen. Ja. Ja, also die Hand, das Bogenschießen ist die 7. Übung in dieser Reihenfolge. Die eine Hand, es ist sehr ähnlich wie der Faustschuss von der Bewegung. Und jetzt haben wir hier die kennen wir aus dem Taiji auch, die Schwerthand. Das heißt hier der Daumen geht auf die 2 Fingerglieder hier, die Finger strecken sich. Öffnungspunkt für die nächste Übung ist Lei Guang, der Punkt hier. Wir hatten vorhin den Öffnungspunkt beim Fauststoß, war Wei Guang. Wei Guang heißt äußeres Passtor. Auf dem dreifacher Wärmer und Nei Guang ist hier Kreislaufperikard innen gegenüber und heißt inneres Passtor, also äußeres Passtor, inneres Passtor. Die Übung sieht so aus, ist wieder eine in den Breitenstand. So, wir haben hier wieder die Eingangsbewegung 1, 2, aber jetzt mit der Schwerthand und rausstrecken. Ja, hier öffnet sich auch der Brustkorb. Ja, eins geht zurück, eins geht vor, Finger sind oben und hier wollen wir ein Ziehen kreieren für die Öffnung
des Punktes Meguang. Rein, öffnen, schließen, das gleiche auf der anderen Seite. Guckt auch hier immer nach der Ausrichtung, dass wir jetzt nicht zu weit hier gehen, dass nichts knickt, dass der ganze Körper offen wird. Dass die Schultern auch unten bleiben. Brust entspannt. Eine Seite. Und die andere Seite. Noch eine Wiederholung für jetzt. Eine Seite. Andere Seite. Und entspannt. Aber hier ist auch eine kleine Spannung, Dehnung, Streckung. Brust öffnet sich. Okay. So, das war die Nummer 7. Dann bleibt jetzt noch eine übrig von den 8 Brokaten, die Nummer 8. Mit dem Kopfwedeln und dem Steißpendeln oder wörtlich übersetzt mit dem Kopf und Wedeln und dem, mit dem Kopfnicken und dem Schwanz wedeln. Ja. Die Übung ist für die Beine auch noch eine der anspruchsvolleren. Gefällt mir in der Reihenfolge eigentlich auch ganz gut, dass die dann am Schluss kommt, da sind wir schon ein bisschen vorbereitet. Die Punkte, Öffnungspunkte sind hier Lunge Nummer, was habe ich gesagt, 5 oder 3 oder 7 sogar, ja hier, Lirke. Und der andere Punkt ist die Milz Nummer 10, Schwerhai, das Meer des Blutes. Und Meer des Blutes hat auch mit Bluttransportation zu tun, das ist gut bei Blutstasen im Unterleib. Die Übung sieht so aus, wir greifen hier. Mit einem Knick hier, dass der Punkt stimuliert wird, greifen, schwer high. Und dann ist die Bewegung folgende. Wir drehen auf eine Seite, der Blick geht zu dem Fuß auf der anderen, also ich drehe jetzt hier nach links. Dann nach links unten, rechts oben. Der Blick bleibt auf dem Fuß, wir haben hier so eine Spannung. Ein leichtes Ziehen nach hinten. Und dann der gleiche Weg retour. Rechts unten, links unten und zurück in die Mitte. Das gleiche vice versa auf der anderen Seite. 1, Blick zum Fuß, bleibt beim Fuß. 2, 3, 4 und wieder den gleichen Weg zurück. Ja, ein paar Wiederholungen. Dreh nach links, links runter, rechts hoch und zurück, rechts runter, zurück in die Mitte. Drehen nach rechts, rechts runter, links runter, links hoch und den gleichen Weg zurück. Da haben wir noch 2 Wiederholungen rechts, links. 1, 2, 3, 4. Andere Seite. 1, 2, 3, 4. Und eine letzte Wiederholung. Okay. Ja. Das war's. Ich habe noch erwähnt, ja, wenn ihr hier wirklich in die Übungen reingeht, am Schluss gewöhnt euch an, immer abzuschließen. Abschluss ist immer die Hände, immer das untere Dantien. Das ist ein ganz tiefer Punkt im Unterbauch, unterhalb des Bauchnabels, Körperinneren. Handfläche Laugung auf Laugung. Und richtet euren entspannten geistigen Fokus noch für einen Moment auf diesen Bereich. Nachspüren, zentrieren. Ja, wir verwurzeln dabei auch.
alle gelöste Energie, war schon erwähnt in anderen Übungen, löst sich, alles was geballt ist, fest ist, kann oben entspannen, innen. Und das Gewicht sammelt sich im unteren Dantien. Mit dem Geist sammeln wir auch die Energie dort. Kurzer Moment Stille. Und dann langsam öffnen. Und jetzt dürfen auch die Beine entspannen.